Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Twins Talk. Ich bin Annabelle, neben mir sitzt Maria und es ist endlich wieder soweit, Leute. Ich bin back, ich bin gesund, mir geht's wieder gut. Vor drei, vier Wochen ungefähr hatte ich meine Mandel-OP. Vor drei Wochen hatte ich genau meine Mandel-OP und seit ungefähr 4 Wochen habe ich nicht mehr trainiert. Und heute werde ich das erste Mal wieder ins Fitnessstudio gehen und darum wird es heute gehen. Und zwar, wie steige ich nach einer Trainingspause wieder ein? Man spricht übrigens ab 3, 4 Wochen kein Training von einer Trainingspause beziehungsweise von einem Wiedereinstieg. Deswegen, ich bin gespannt, was sich aus dieser Folge ergeben wird. Wir haben uns einige Notizen gemacht und werden einfach mal darauf eingehen, ja, wie ich da rangehe und wie wir das machen werden und auch, ob wir jetzt zusammen trainieren, wie Maria dann damit umgeht. Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Ich bin auf jeden Fall super dankbar, dass ich back bin, dass ich gesund bin und das alles gut verarbeitet habe. Jetzt auch die Mandelentzündung wieder auf der anderen Mandel. Also es ist ein Hin und Her und ich freue mich einfach, weil wenn ihr die Folge hört, sind wir schon auf Madeira. Also schaut auf jeden Fall nach dieser Podcast-Folge unbedingt mal bei Instagram und TikTok vorbei. Dort kommt richtig geiler Madeira-Content. Und die nächste Folge wird dann auch über Madeira so ein bisschen gehen. Vielleicht auch ein paar Empfehlungen. Das haben sich auch sehr, sehr viele gewünscht. Und auch allgemein vielleicht, wie wir dort trainiert haben oder wie wir dort allgemein mit dem Training und der Ernährung umgehen. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit dem ersten Punkt. Willst du noch was sagen oder ich fange einfach direkt an? Genau. Und zwar Punkt 1. Ich glaube, das habt ihr auch schon oft gehört. Startet langsam rein. Also ich werde langsam rein starten. Also ich werde jetzt nicht denken, okay, ich probiere es mal mit 100% des Gewichtes. Das Verletzungsrisiko ist halt sehr, sehr groß, wenn man direkt denkt, ach ja, das wird schon und ich steige da mal wieder rein. Man kann nicht direkt von 0 auf 100 wieder funktionieren, das geht einfach nicht. Deswegen langsam reinsteigen und mit niedriger Intensität, also jetzt auch nicht direkt aus dem Leben schießen, sonst bekommst du nur unnötig Muskelkater und das will man auch vermeiden, weil es bringt nichts, wenn ich mich jetzt heute so aus dem Leben schieße und dann eine Woche Muskelkater habe und dann auch nicht trainieren kann. Dementsprechend, es dauert einige Wochen, bis man wieder bei 100% liegt. Das braucht auch eine Menge Geduld. Also Geduld, 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 das ist so ein Thema, schwierig. Man da sollte halt nicht zu früh wieder ins Training reinsteigen. Und ich habe auch wirklich die Zeit genommen. Ich hätte bestimmt auch schon vor 2, 3 Tagen wieder einsteigen können. Aber ich habe mir einfach gesagt, komm Annabelle, gönn dir jetzt noch das Wochenende, entspann. Und heute kann ich wieder einsteigen. Aber ich mache es so langsam, dass ich das nicht mal als richtiges Training bezeichnen werde. Also ich muss sagen, ich, Maria, bin ja in der Zeit ganz normal im Training gewesen. Und ab Madeira, also ab Donnerstag, steht bei mir quasi Deload an, also einfach eine leichte Trainingswoche, weil die letzten Wochen habe ich ja normal trainiert und bin jetzt an dem Punkt, wo ich einfach, mein Körper erschöpft ist und jetzt eine Trainingspause oder eine Trainingspause, wie sagt man, eine leichte Trainingswoche braucht. Und ich bin ein bisschen neidisch, dass Annabelle jetzt hier mit sehr leichten Gewichten trainieren kann. Das wird heute bestimmt lustig aussehen, wie wir die Gewichte hin und her machen. Also weiß nicht, was du jetzt genau trainierst, ob du erstmal Ganzkörper machst oder auch Oberkörper wie ich heute. Da sind wir dann zusammen so bei der Rudermaschine und Annabelle macht gefühlt 5 Kilo und ich mit 20. Das wird auf jeden Fall sehr lustig aussehen. Aber da bin ich schon ein bisschen neidisch, dass ich so jetzt leicht trainieren können, obwohl man sagen muss, für sie wird es sich ja trotzdem jetzt nicht so leicht anfühlen. Also leichter, aber trotzdem jetzt nicht, dass sie einen Puls von 80 bewahrt oder so. Also ich denke mal, ein bisschen wird natürlich trotzdem die Pumpe schlagen, weil die ganze Ausdauer ist ja auch verloren gegangen und deswegen, ja, sollte man auf jeden Fall, wie gesagt, langsam reinsteigen, weil würde sie jetzt heute so wie ich trainieren, dann hätte ich morgen vielleicht leichten Muskelkater, wie ich immer habe. Und Annabelle könnte sich eine Woche nicht bewegen, so ungefähr. Deswegen ist es super wichtig, eben dieses
langsamer reinsteigen. Lieber einmal zu wenig und reinsteigen als zu viel, weil dann könnt ihr die Trainingsfrequenz, also die Häufigkeit eures Trainings, nicht einhalten. Und somit ist das ja auch kontraproduktiv für den Muskelaufbau, wenn ihr nicht euren normalen Trainingsplan durchziehen könnt, weil ihr eben eine Woche oder länger als eine Woche Muskelkater habt. Ja, deswegen, ja, dazu, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr neidisch bin, dass Anna heute entspannt trainieren kann und ich jetzt quasi normal, weil, ja, manchmal wünscht man sich auch einfach so ein leichtes Training. Das hält auch die Motivation besser, aber das steht ja bei mir dann auch ab Donnerstag an. Und was ich nochmal sagen wollte, mit dem nicht zu früh einsteigen. Was ist denn eigentlich ein gutes Maß, um einzusteigen nach einer Trainingspause? Es hängt immer davon ab, wie lange die Trainingspause ist. Nala, wir haben ja Besuch, Hundebesuch. Es hängt nämlich immer davon ab, wie lange die Trainingspause ist. Also ich habe jetzt 4 Wochen nicht trainieren. Ich werde mit ungefähr 50-70% von meinem normalen Trainingsgewicht wieder einsteigen. Also ungefähr wie ein Deload, aber wahrscheinlich eher etwas weniger. Wenn man so noch längere Trainingspausen hat, von 3 Monaten zum Beispiel, da würde ich eher mit 40% oder so einsteigen. Aber ich werde jetzt hier mit 50-70% einsteigen und pro Woche kann man sich dann ungefähr mit 20% wieder steigern. Also man sagt, solange wie die Trainingspause ist, halb so lange braucht man, um wieder zurück zu sein. Also ich bräuchte sozusagen mit 4 Wochen Trainingspause 2 Wochen, um wieder an meinem alten Stand zu sein. Es gibt aber auch einige Studien, die sagen, dass man genauso lange braucht wie die Trainingspause. Das heißt, es könnte auch sein, dass ich 4 Wochen brauche, aber ich schätze mich eigentlich mal ganz gut ein, weil ich war dann doch relativ, oder zumindest konnte ich andere Aktivitäten relativ schnell wieder machen, wie zum Beispiel spazieren gehen oder Haushalt. Dementsprechend denke ich, dass ich vielleicht 2 bis 3 Wochen brauche, um wieder auf meinem aktuellen Stand zu sein. Madeira kommt natürlich jetzt noch dazwischen, der Urlaub. Dort werde ich halt anders trainieren oder auch nicht so viel. Das kommt an sich jetzt auch ganz passend, damit ich mich nicht direkt überlaste. Aber das wird auf jeden Fall noch meinen Trainingsprozess ein bisschen eine Woche hinausschieben, wo wir nicht da sind, was aber absolut kein Problem ist. Und dann haben wir sowieso Trainingslager, ist auch nochmal was anderes, wo wir nicht ins Gym gehen. Also eigentlich haut es alles durcheinander, aber am Ende ist einfach das Wichtige, dass ich wieder langsam reinsteige und dass ich zumindest bis zum Trainingslager wenigstens so ein bisschen wieder zurück bin, weil dort ist es natürlich nochmal ein anderes Level an Intensität. Hoffen wir einfach mal das Beste. Und man sollte auch versuchen, genügend Pausen zwischen den Einheiten zu lassen. Also wenn du jetzt heute trainierst, Ganzkörper, dann sollte man jetzt nicht direkt morgen wieder einen Ganzkörperplan raushauen. Was man machen könnte, heute Oberkörper, morgen Unterkörper, Mittwoch Restday oder Mittwoch, weiß ich nicht, Bauch, irgendwas. Aber jetzt nicht direkt sich überlasten, dann Cardio, dann Joggen, dann noch Fahrrad fahren, dann alles auf einmal, sondern wirklich Step by Step ein bisschen Pause zwischen den Einheiten lassen und dann sollte das auf jeden Fall alles machbar sein, ganz entspannt. Ich werde es auch wirklich so leicht trainieren, ich mache meinen Podcast auf die Ohren, dass ich jetzt, ich werde auch keinen Booster nehmen, dass ich jetzt nicht denke, oh, ich muss jetzt hier alles zernehmen, sondern wirklich ganz entspannt. Lowes Training, einfach Kopfhörer auf und einfach ganz entspannt durchpumpen. Fürs erste Training sollte das reichen. Und so ein bisschen, ja, ein bisschen genießt man das auch. Man kann ja auch mal ein entspanntes Training genießen. Also intensives Training, klar, kein Thema, mag ich auch. Aber Leute, sind wir mal ehrlich, manchmal so ein entspanntes Training ist schon was Feines. Ich glaube, das Anstrengendste heute beim Training wird die Erwärmung sein, weil die machen wir eigentlich immer zusammen. Also wir trainieren ja auch sonst eigentlich immer zusammen. Und die Leute im Gym haben schon so, man kennt dort ja dann mittlerweile so seine Leute, die haben schon gefragt, ja, was ist mit deiner Schwester? Und man sieht euch doch nur im Doppelpack und so. Da kamen schon auffällige Fragen. Die werden heute große Augen machen, wenn du wieder da bist. Ein Comeback. Sie ist back, Leute, es wird. Da werden alle dich denken, boah, geil, die sind wieder back together. Nee, die Erwärmung wird für dich heute das Anstrengendste sein, weil wir machen meistens immer so 5 Minuten Crosstrainer. Und
Und dann noch so 15 Minuten über Handstände und so. Ich weiß nicht, ob du Handstand ganz mal mitmachen kannst. Ja, ist ja im Effekt so. Ich denke mal, das wird so das Anstrengendste sein. Aber ja, ansonsten wird es ja für dich ein entspannten Wiedereinstieg. Im Endeffekt, auch die letzte Woche, ich habe mich auch nie getraut, irgendwas krass Intensives zu machen, weil bei einer Mandel-OP müsst ihr euch vorstellen, viele werden es vielleicht auch kennen aus eigenen Erfahrungen, da ist ein Belag drauf und das Risiko der Nachblutung ist halt dann sehr, sehr hoch, wenn der Belag noch drauf ist und der ist bei mir erst seit einer Woche weg. Und davor war das so, ich hätte mich niemals getraut, irgendwie einen Handstand zu machen oder so, weil dann kommt Druck und am Ende blutet es dann und dann muss ich wieder ins Krankenhaus und darauf hätte ich echt gar keine Lust gehabt. Deswegen, war ich vorsichtig und habe sozusagen wirklich keinerlei Sport gemacht. Ich habe mich vielleicht in diesen 4 Wochen 2-mal gedehnt. Ich hätte es eigentlich öfter machen sollen, aber ich glaube, ich bin noch relativ gut drin. Ich sage nur eins, das könnt ihr euch auch merken zur Beruhigung, Muscle Memory Effekt. Also sozusagen, das sagt es ja eigentlich so, der Muskel, der merkt sich eure Trainingserfolge in den letzten Wochen, Monaten, Jahren und auch die Erfahrungen. Und die bleiben halt im Muskel. Und deswegen wird man auch schnell wieder zurück sein und nicht Jahre brauchen, um wieder zurück zu sein. Das wäre auch ein bisschen unfair, wenn man so lange arbeitet, um sich Muskulatur und dieses fitte Leben aufbaut und dann nur, weil man mal 1, 2, 3 Monate vielleicht nicht mehr kann, aus Krankheitsgründen, dass man direkt alles wieder verliert und genauso lange braucht. Deswegen macht euch da keine Gedanken. So schnell gehen die Gains nicht verloren, beziehungsweise kommen sie sehr, sehr schnell wieder. Und genau, was ich auf jeden Fall auch noch sagen möchte, ein verpasstes Training kann man nicht aufholen, kann man nicht nachholen. Das gilt wirklich für jede Krankheit, ob du erkältet bist, ob du eine Fußverletzung hattest oder was anderes. Die Trainings, die ihr verpasst habt, die könnt ihr nicht mehr nachholen. Es ist zu spät, Leute. Man sollte eher wie so ein Anfänger wieder reinstarten. Auch wenn es ein bisschen weh tut, mit einem Ganzkörperplan zu starten oder mit einem ganz leichten Training. Versucht wirklich entspannt ranzugehen. Also ein Ganzkörpertraining eignet sich optimal. Wenn ihr ein bisschen erfahrener seid, dann könnt ihr auch mit dem Oberkörpertraining entspannt reinstarten. Es kommt darauf an, wie lange die Trainingspause ist, welche Verletzung oder welche Krankheit ihr hattet. Ich werde heute, denke ich mal, mit einem entspannten Oberkörpertraining reinstarten und morgen vielleicht Unterkörper machen. Einfach weil Ganzkörper wäre für mich jetzt, glaube ich, too much. Und Beine ist immer so ein bisschen mehr Intensität, hat einfach mehr Intensität, weil es einfach den ganzen Körper, das ganze Herz-Kreislauf-System mit beansprucht. Dementsprechend ist für mich ein Oberkörpertraining einfach viel entspannter. Und das werde ich einfach easy peasy ein bisschen durchschauen und dann mal schauen, wie es mir danach geht. Updates gibt es auf jeden Fall bei Instagram. Das steht auf jeden Fall fest. Und ich werde auch so ein bisschen meine Ziele zurückstecken und sie ein bisschen neu ausrichten vorerst. Weil man sollte keine Angst haben. Der Körper erinnert sich wieder an alles. Aber für jetzt, wenn ich sage, okay, ich wollte dieses Jahr 100 Kilo auf der Bank drücken, jetzt mal gesponnen, ich mache kein Bankdrücken, aber wenn, dann wäre es doof zu sagen, okay, ich trainiere heute jetzt nochmal intensiv dafür, das bringt nichts. Also deswegen jetzt erstmal wieder zurückkommen und dann kann man wieder die Ziele visualisieren und verwirklichen. Aber für jetzt ist es wirklich erstmal wichtig, erstmal wieder den Muskel überhaupt zu reizen und das gilt wirklich, egal wie lange die Trainingspause ist, egal welche Krankheit du hattest, nicht überschätzen. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich, also ein großes Achtung, die Ausführung und die Technik. Also achte darauf, dass ihr das Gewicht so wählt, dass ihr eine saubere Ausführung habt und die richtige Technik. Das gilt aber nicht nur für den Wiedereinstieg, sondern allgemein fürs Training. Aber natürlich ist es auch wichtig für den Wiedereinstieg, dass nicht noch eine Verletzung entsteht. Und wärmt euch genügend auf. Also wirklich, wärmt euch auf, kreist die Arme, geht auf den Crosstrainer, fahrt Fahrrad und dehnt euch. Auch
ich würde euch auch raten, davor etwas zu dehnen. Nicht lange, aber einfach so ein bisschen Handgelenke kreisen. Einfach allgemein warm werden, bevor man richtig ans Gerät geht. Das machen wir immer. Es gibt Leute, die wärmen sich immer an dem Gerät auf, machen dann Aufwärmsätze. Ich würde aber trotzdem allgemein immer raten, davor irgendwie kardiomäßig aufzuwärmen. Das heißt, Crosstrainer auf dem Fahrrad. Muss das nicht Joggen sein, das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel. Oder sei es einfach nur bergauf laufen auf dem Laufband. Einfach nur, dass man so ein bisschen warm wird, das Herz-Kreislauf-System so ein bisschen in Schwung kommt. Und dann ist man einfach aufgewärmter. Also versucht das mal, das ist wirklich gut. Und nach dem Training empfehlen wir euch natürlich, euch zu dehnen. Also das werde ich auf jeden Fall heute auch sehr intensiv machen. Das auf jeden Fall, das beugt den, wie oft sage ich eigentlich auf jeden Fall, das beugt den Muskelkater noch ein bisschen vor. Fasten-Training eignet sich auch sehr gut dafür. Also wirklich ganz entspannt, Leute. Low, low, low. Und ja, hast du noch irgendwas zu sagen dazu, zu dem Thema? Ich denke mal, ich glaube, wichtig ist auch, das Mentale noch anzusprechen, weil viele sich da sehr viel Druck machen, auch allgemein bei einer Trainingspause. Und man muss sich immer so denken, ihr seid nicht alleine. So viele Leute machen gerade auch eine Trainingspause oder müssen pausieren wegen Krankheit. Vielleicht hilft einem das, wenn man sich denkt. Uns hat zum Beispiel eine Zuschauerin geschrieben, dass sie auch in der Zeit, wo Annabelle pausieren musste, auch pausieren musste, wegen Prüfungen und so. Und dass ihr das sehr geholfen hat, dass sie sich dadurch besser gefühlt hat. Ich meine, zum einen ist das positiv, zum anderen sollte man sich trotzdem nicht mit anderen vergleichen. Aber wenn euch das hilft, dann sucht euch vielleicht Leute raus, die auch gerade eine Pause machen oder googelt danach und dann fühlt ihr euch vielleicht auch besser. Aber ansonsten braucht ihr auch so kein schlechtes Gefühl haben. Ihr tut eurem Körper nur was Gutes, wenn ihr in der Zeit ruht. Und deswegen könnt ihr mental euch denken, okay, ich liege jetzt hier, entspanne. Genau das ist, was mein Körper braucht, um zu wachsen. Und nicht jetzt ins Training zu gehen, weil dann macht ihr alles kaputt, Leute. Deswegen ist ganz wichtig zu pausieren und dann eben langsam einzusteigen, weil sonst, wenn ihr zu schnell einsteigt, dann macht ihr halt auch alles kaputt. Genau, also seht als Produktivität, wenn ihr ruht in der Trainingspause. Aber es geht eigentlich in dieser Folge um den Wiedereinstieg. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass diese 4 Wochen Trainingspause, die sind mir nicht schwer gefallen. Also ich hatte jetzt keine mentalen Probleme damit oder so. Ich dachte mir nur, oh, ich würde schon gerne trainieren, aber ich dachte jetzt nicht, ich muss jetzt irgendwas kompensieren, ich darf jetzt nicht mehr so, ich muss jetzt meine Ernährung umstellen oder so. Da kamen auch viele Fragen dazu, ob wir uns jetzt anders ernähren oder so. Ich habe alles eigentlich gemacht wie immer. Und deswegen, es hat sich nichts geändert. Ich konnte nur in der Zeit, wo ich nicht schlucken konnte, keine Supplemente nehmen oder Kreatin. Es war vielleicht ein kleiner Fehler mit Kreatin. Also Leute, versucht wie auch immer Kreatin irgendwie zu nehmen. Mischt euch irgendwo mit unter. Das hätte ich mehr machen sollen. Da hätte ich jetzt, ja, also Kreatin ist halt einfach ein Gamechanger. Aber ich nehme es jetzt wieder und das geht auch wieder alles. Das kommt alles wieder. Ansonsten haben wir alles gleich gemacht, wie immer. Es lief alles gut. Und seht so eine Trainingspause so als mentale Herausforderung, dass ihr das auch so managen könnt und freut euch dann wieder auf den Wiedereinstieg. Und wenn ihr wieder einsteigt, seid dankbar dafür, freut euch, dass ihr gesund seid und wieder trainieren könnt. Also ich werde so dankbar und so glücklich sein, wenn ich heute in dem Fitnessstudio bin, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Allgemein, ich habe letztens ein Glas Wasser getrunken und ich habe nur so gesagt, ich bin gerade so dankbar, dass ich dieses Glas Wasser trinken kann, ohne Schmerzen. Weil ich konnte 2-3 Wochen wirklich nur mit richtig starken Schmerzen essen und trinken. Und erst wenn man so weiß, wie es ist oder wie es sein kann, dann schätzt man so die guten Dinge. Und endlich kann ich wieder Sprudel trinken. Das ist so geil, Leute. Und essen. Und das ist so schön. Und das sollte man auch im Kopf behalten. Und dann rutscht vielleicht so ein bisschen die Priorität auf dieses, ich muss jetzt perfekt trainieren, ein bisschen in den Hintergrund, sondern vielmehr auf dieses, ich kann jetzt wieder trainieren. Und ob es perfekt ist oder nicht, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Am Ende lieber ein schlechtes Training als gar kein Training. Aber nehmt euch trotzdem genug Zeit und steigt nicht zu früh wieder ein. Ich würde sagen, das war ein guter Abschluss.
Ich denke mal, das ist eine knackige Folge gewesen mit den wichtigsten Punkten. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne bei Instagram. Wir werden auf jeden Fall euch antworten und euch Ratschläge geben. Dann lasst uns das gerne wissen bei Instagram oder auch bei TikTok. Heißen wir Annabel und Maria. Schaut dort gerne vorbei. Und ich würde sagen, wir hören uns dann die nächste Folge. Die wird dann nach Madeira aufgenommen. War das ein kleiner Spoiler? Ja, war ein kleiner Spoiler. Es geht auch spontan nach Bali, Leute. Nee, es geht nach Madeira und wir freuen uns mega drauf, haben richtig Bock. Es geht übrigens mit unserer Cousine dorthin, weil auch schon viele Fragen dazu kamen. Diesmal nicht alleine, es war auch sehr spontan, aber wir haben Bock. Und ich freue mich, dass ich gesund bin und dort mitfliegen kann, weil es auch auf Kippe stand wegen meiner OP. War ja nicht geplant, die OP, deswegen freue ich mich auch umso mehr, dass ich mit kann. Und jetzt kann man sich mal einstimmen, Leute, in 4 Tagen geht's los. Ich habe Bock, ich bin motiviert und ich freue mich, wieder back zu sein, Leute, wieder zurück zu sein, voller Energie. Und wir hoffen, dass ihr auch voller Energie habt, ob ihr gesund seid, ob ihr krank seid. Irgendwann schafft man es wieder zurück und schafft es wieder in die Routine oder findet eine Routine. Bleibt gesund. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder, 12 Uhr hier bei Zwinstalk. Macht's gut.